Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, ihr seid bereit für diese vornehme kleine Teestunde. Denn wir wollen heute bei Monsieur Knospi zu einem Kellner heranwachsen. Aber erst einmal sehen wir dieses avantgardistische Gemälde des Monsieurs uns an, bevor wir unsere Uniform anlegen. Ja, mal sehen, ob vielleicht noch etwas hier versteckt ist. Nein. Dann machen wir mal. Deine Arbeitskleidung anziehen, unbedingt. Ach, wie wunderschön wir doch aussehen. Naja, also wir haben schon gehört, es gibt ein Dienerquartier, aber auch hier sind ein paar leider verschlossene Türen dabei. Wir wollen trotzdem einfach mal probieren, ob wir hier schon ein bisschen was finden und tatsächlich 25G haben oder nicht haben. Wir sehen hinein und finden Stapel über Stapel von gepuderten weißen Perücken hier. Ja, können wir aber leider keine mitnehmen, wie es scheint. Aber gut, wir haben ja auch diesen grandiosen Papierhut. Ein Porträt des Monsieur, wo er zwei Leuten zusieht, die innerhalb eines Leuchtturmes tanzen. Da frage ich mich ein bisschen, ob das eine Anspielung ist auf To the Moon. Weil Laura Shigihara ja auch die... Nee, Shigihara? Doch, Shigihara. Ja, die Musik für To the Moon geschrieben hat. Ja, entschuldigt. Manchmal habe ich irgendwie einen Buchstabendreher im Kopf bei ihrem Namen und bin mir da nicht sicher, ob sie Shigihara heißt oder Shigahiri oder Shigihigi. Ich bin da immer ein bisschen, ja, dödelig im Kopf. Buch 1. In Perückenlaune. Warum weiß gepuderte Perücken nicht nur etwas für Komponisten des 18. Jahrhunderts sind? Dann haben wir auch noch Buch 2. Die würdevolle Knospe. 5 einfache Schritte, die jeden Blindgänger zu einer Gentleman-Knospe machen. Und Buch 3. Pinke Männer blühen nicht. Ein Leitfaden, um eine perfekte Gentleman-Knospe zu werden. Ja, vielen Dank. Das hat sich jetzt themenmäßig nicht so arg unterschieden voneinander. Aber das soll uns nicht stören. Hier ist nichts weiter versteckt. Aber es gibt noch einen offenen Raum mit einer Truhe. NHB-Konzertposter gefunden. NHB, no bards. Nee. No holds barred. Also die Gruppe von unserem kleinen Lilbert, der ja hier ebenso als Kellner arbeitet und scheinbar der Sohn eines der Hauptdiener ist. Es sieht so aus, als hätte jemand ein paar Verse in den Einband des Buches geschrieben. Das lesen wir mal. Tea Time, ein Lilbert's Remix. Ich arbeite bis auf die Knochen. Jeden Tag Butter servieren und der Chef in der weißen Perücke will mich nicht alleine lassen. Ich habe einen 18-Stunden-Tag und sie nennen es Überstunden, aber sie bezahlen mich in Tee. Ich nenne das ein Verbrechen. Also hänge ich jetzt meine Schürze auf, ziehe meine Schuhe an. Von jetzt bis zum Ende werde ich die Reime schreiben. Und für jeden da draußen, wenn du wirklich wie ich fühlst, wirf deine Blätter in die Luft, wir gießen unseren Tee aus. Chor singt, Teezeit, wir wollen keine Teezeit und das viermal. Ja, okay. Also, ich bin nicht hundertprozentig. Entschuldigt, irgendwie glaube ich, brauche ich auch einmal ein koffeinhaltiges Heißgetränk, damit sich meine Synapsen wieder beruhigen an diesem wunderschönen Morgen. Okay. Jetzt wird es besser. Also ich bin da mal davon ausgegangen, dass der Lil Butz hier ja auch lebt und wohnt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass in der deutschen Übersetzung dafür keine Reime gefunden wurden für seinen tollen Rap. Aber gut. Oh, du siehst adrett aus. Danke. Okay. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man Tee serviert. Um ehrlich zu sein, es ist ziemlich einfach. Du musst nur auf der Feier herumlaufen und die Gäste fragen, ob sie noch Tee möchten. Wenn sie noch Tee möchten, finde heraus, welchen Tee sie möchten und dann komm hier zurück.
und nimm den Tee, den sie wollen. Wenn sie dich leiden können, wette ich, werden sie dir Sachen mitteilen, die uns helfen werden, den Essensdieb zu finden. Hier drüben ist eine kleine Auswahl verschiedener Teesorten. Gieße etwas in deine Tasse und bring es den Gästen. Einfach, oder? Aber denk dran, du kannst immer nur eine Tasse Tee gleichzeitig tragen. Wenn du den Gästen den falschen Tee servierst, musst du zurückkommen und es erneut versuchen. Verstanden? Ich glaube schon. Und wie süß ist es bitte, dass er auch wirklich in seinem Mini-Avatar-Bild jetzt immer eine Fliege trägt. Warum testest du es nicht einmal bei Rupert? Bring ihm eine Tasse seines Lieblingstee. Den Sila-Bären-Spezial. Ach, und eines noch. Siehst du das Waschbecken hier drüben? Jupp. Wenn du versehentlich den falschen Tee erwischt hast und du noch hier bist, dann kannst du ihn hier in das Waschbecken schütten. Verstanden? Gut. Dann bring Rupert jetzt mal seinen Sila-Bären-Spezialtee. Ja, aber ich würde mich gerne noch einmal hier umsehen vorher. Ein frischer Erdbeerkuchen mit leicht geschlagener Creme, ein delikates dreistufiges Tablett, gefüllt mit zubereiteten Fingersandwiches und Pasteten. Ja, lecker, lecker. Aber wir können davon noch nichts mitnehmen. Vermutlich müssen wir erst einmal ein bisschen arbeiten. Mit dem Herrn haben wir noch nie geredet. Der sieht grandios aus. Fuji. Oh, hallo zusammen. Wie geht es dir? Mir, geht's gut. Bin am Morgen aufgewacht, hab meine Knospenblätter gereinigt. Dann gab es ein traditionelles Himmelsknospenfrühstück. Lese ein Buch über die Himmelsknospengeschichte. Typische Dinge, die eine typische Himmelsknospe machen würde. Ja. Gut, mir geht's gut. Oh, hallo. Du bist doch ein Apfel, oder? Ist das pink? Läuft da pinke Farbe über deinen Rücken? Oh, dir gefällt es also, Dinge zu hinterfragen? Ich liebe Dinge. Das ist super. Dinge sind super und Fragen sind total genial. Es ist nur, es sieht so aus, als hättest du pinke Farbe auf dem Rücken. Oh nein, das ist keine Farbe, das ist, Creme. Pinke Creme, du weißt, für meine Blütenblätter. Alle Himmelsknospen benutzen das. Oh, okay, nicht so wichtig. Aber bist du vielleicht der Dieb? Naja, das werden wir noch herausfinden. So. Ein schönes Frühlingsgemälde, das einen Teil von Monsieurs Schnurrbart zeigt. Und Rupert? Gut, ihr habt eure Dienstkleidung an. Ich nehme an, dass Sugar Baby euch einweist. Auf jeden Fall. Übe mal mit Rupert. Bringe ihm eine Tasse von dem Sila-Bären-Spezial. Aprikose-Vanilletraum. Intensiver Geschmack von Aprikosen. Gepaart mit süßem Vanille-Schwarztee. Die wollen wir nicht eingießen? Zuckerhut-Puer. Erdiger Puer. Gemischt mit süßen, ahornartigen Bonbon-Haubenpilzen. Auch der ist es nicht. Rosé Assam. Eine kühne Mischung aus schwarzem Tee und Rosenblättern. Echt stark. Die wollen wir ebenso nicht, also muss das hier der richtige sein. Sila-Bären-Spezial. Ein seltener weißer Tee mit getrockneten, duftenden Sila-Bären. Die wollen wir eingießen? Du trägst nun eine Tasse vom Sila-Bären-Spezial. Was jetzt? Ist es wichtig? Rupert, den Tee servieren? Ja. Ist das der Sila-Bären-Spezial, den du mir hierher gebracht hast? Köstlich. Ja, du hast es raus. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Sugar Baby, Fuji. Ich mach mich auf zu den Gasträumen. Ich bin dort, falls ihr mich braucht. Viel Glück und vermeidet Probleme. Jawohl, Sir.
Er ist einfach durch uns durchgerannt. Und? Seid ihr alle bereit? Die Feier wird im Raum zu eurer Linken abgehalten. Und jetzt geht raus und serviert den Tee. Okay. Na los, die Party findet im Raum zur linken Seite statt. Aber können wir hier auch runtergehen? Die Feier wird im Raum zu eurer Linken abgehalten. Nein, können wir nicht. Ich vertraue euch mal, dass das Gebäck heute warm ist. Ja, Sir, Mr. Rupert. Sehr warmes Gebäck. Gut, weil wir hier nämlich kein kaltes Gebäck servieren. Haha, kaltes Gebäck. Yeah. Hey, du da. Was machst du dort drüben? Oh, ich bin weg. Warte mal, was hast du getan? Komm zurück. Jetzt sofort. Was zum Streusel? Nein! Die Teeparty ist ruiniert. Aber ihr könnt doch das einfach mal abnehmen, das Gemälde. Dann geht das doch schon wieder. Das hat keiner gesehen. Naja, gut. Soll uns nicht stören. Wir gucken uns wieder überall um. Aber wir reden natürlich auch mit den Leuten. Warum kann ich hier nichts angucken? Egal. Nee, scheinbar kann ich auch wirklich nur mit den Leuten gerade reden. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Skybutt. Oh, ich bin momentan ziemlich voll, also nein. Der Tee war aber wirklich absolut köstlich. Das Gebäck andererseits, das war ein bisschen unterkühlt. Naja, dann stimmt das wohl nicht mit warmem Gebäck heute. Oh, keine Sorge wegen Rupert. Er verliert seine Perücken öfters mal. Aber kein Problem, er hat circa 50 von denen. Können wir da eigentlich auch nach links gehen? Ja, können wir. Oh. Okay, dann würde ich aber sagen, wir fangen erst einmal mit diesem Raum an. Minerva, du siehst heute echt großartig aus. Darf ich Ihnen vielleicht heute irgendeinen Tee anbieten? Nettie. Oh, Kellner, ich suche nach etwas Gewagtem. Ach Schatz, nicht das wieder. Wie bitte? Musst du immer so gewagt sein, Nettie? Ich meine, du trägst gerade einen Hut, der Blumen drauf hat. Was ist das Problem mit Blumen? Mein Schatz, wir sind Blumen. Na und? Oh, das bringt mich auf eine fantastische Idee. Kellner, könnten Sie mir bitte einen Tee bringen, der Blumen enthält? Meine Güte, wie kannibalistisch! Ja gut, also dann eben Blumentee. Wir reden aber schon mal mit den anderen hier oben. Er mag denn nicht von Zeit zu Zeit etwas Dreck in seinen Tee? Darf ich Ihnen vielleicht auch einen Tee anbieten? Mama sagt, ich sei zu jung für Tee. Aber das ist okay, ich mag eh nur Kuchen. Erdbeerkuchen ist mein Favorit. Ja, aber die eine Dame möchte Blumentee und das werden wir ihr bringen. Welcher wäre denn davon am geeignetsten? Rosa Assam, oder? Rosenblätter sind drin, ja klar. Den gießen wir ein. Du trägst nun eine Tasse vom Rose Assam. Und kann er uns etwas Neues erzählen? Nein, nein, nur dass die Party weiterhin links da hier eben stattfindet. Also laber mich nicht voll. Warum servierst du denn heute keinen Tee? Naja. Egal. Bitte sehr. Oh, haben Sie mir etwas Gewagtes gebracht? Deinem Gast den Tee servieren? Genießen Sie ihn. Oh, der ist perfekt. Das Aroma, diese subtile Süße, es ist so tabu. Ekelhaft. Ach, Minerva, lebe ein bisschen. Wir haben Cousinen, die sind Rosen. Du hast erfolgreich deinem Gast einen Tee serviert. Solch guter Tee. Und ihr seid solch wunderbare Teekellner.
Du bist so großzügig mit Lob, Nettie. Machen jetzt bitte nicht größenwahnsinnig. Obwohl, dieses Kind ist Welten besser als Maxwell. Maxwell? Du meinst nicht zufällig Lilbats? Ohohoho. Igitt. Ist das, wie sich der kleine Rabauke heutzutage selbst nennt? Lilbats? Er ist ein Rabauke. Ende der Geschichte. Sein Vater war nett genug, ihm eine Arbeit hier zu beschaffen, aber das Kind weiß das nicht zu schätzen. Er rennt rum und spielt praktisch nur Scherze auf Kosten der Leute, wirft Frösche in Teetassen und zeichnet unverschämte Sachen an die Wände. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Kind mal wegschicken, und zwar ins Internat zu den Höhlenknospen. Oh weh. Hier macht sich unser kleiner Lilbats also keine Freunde? Naja, dann der nächste Riesenraum. Ein Schokoladenkuchen, dekoriert mit dicken roten Früchten. Ein frischer Erdbeerkuchen mit leicht geschlagener Creme. Und das war es hier auch schon. Ich sage dir, hier im Haus geht etwas Verdächtiges vor. Letzte Nacht hörte ich Geräusche, die direkt aus der Küche kamen. Ein komisches Klimpern, als wenn jemand direkt durch die Pfannen und Töpfe laufen würde. Ich bin mir immer noch sicher fast, dass es der Fuji ist. Oh wow, wunderschön. Es ist offenbar eine Statue von dem Monsieur? Ja, das denke ich auch. Er sieht ein bisschen aus wie der Monopoly-Mann. Okay, Rupert ist da oben, da gehen wir noch nicht hin. Wir reden erst einmal mit dieser Knospe. Achso, da muss ich direkt daneben sein, natürlich. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? William Budley, der Dritte. Nein, danke. Ich bin gerade mit diesen kleinen Sandwiches zufrieden. Ja, warum nicht? Oh, ihr macht hier Musik? Dich kenne ich doch. Diese Musik ist so toll. Was für ein toller Pianist. Er spielt mit solchen Emotionen. Und mit so einer coolen Animation halt auch. Hey, ihr arbeitet jetzt auch hier? Yep, heute ist mein erster Tag hier auf der Arbeit. Willkommen bei uns. Eine Warnung jedoch. Dieser Ort ist verrückt. Was meinst du? Du wirst sehen. Aber soweit sieht das doch alles ganz vornehm und schön aus, oder? Aber guckt euch auch dieses leicht debile Grinsen von Fuji an. Manchmal ändere ich einfach das Programm und spiele etwas Fröhlicheres. Die Gefahr darin ist, dass Knospen manchmal zu blühen beginnen, wenn die Musik zu schön ist. Zu blühen? Zu blühen, du weißt, unsere Blütenblätter öffnen sich und wir verwandeln uns in Blumen. Und lass mich dir eines sagen, Knospen mögen sowas nicht. Eine blühende Knospe wird hier als ungehobelt angesehen. Wir sind nicht mehr im Garten. Das hier ist die gehobene Gesellschaft. Und was spielst du dann? Bohnenstangenmusik. Knospofen. Etwas Entspanntes, weißt du? Kann es sein, dass wir die vielleicht zum Blühen bringen müssen und dann fällt auf, dass Fuji nicht eben blüht? Naja. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Oh nein, nein, nein. Ich habe nur Interesse an den Desserts. Genau genommen, Alles in Ordnung? Ich hatte 3 Donuts. Oh, das ist eine Menge Donuts. Und einen halben Apfelkuchen. Wie, einen halben Apfelkuchen? Eine Käseplatte, eine Schachtel Schokolade, 3 weitere Donuts und ein Hamburger. Oh du meine Güte. Wir haben hier Hamburger? Du musst mir helfen. Desmond fühlt sich nicht gut. Ich versuche mein Bestes. Gibt es etwas, das ich dir holen kann? Nun, ich fürchte, ich habe Bauchweh, weil ich zu viel fettiges Essen gegessen habe. Hast du vielleicht einen Tee für mich, der mir hilft, das Fett abzubauen? Du weißt, die Schwere des Essens auszubalancieren? Ich hab es. Mama sagt, der Puer-Tee hilft.
die reichhaltigen Desserts zu kompensieren. Ja, Puer-Tee, den brauche ich jetzt. Bring mir einen davon. Bitte. Uff, ich wusste nicht, dass sich meine Blütenblätter so dehnen können. Ja, das ist ja jetzt wirklich kein schweres Rätsel hier. Aber bevor wir das tun, gehen wir auch einmal nach oben. Reginald, Spitzenparty, würdest du das nicht auch sagen? Ich denke, mein Favorit sind die Gemälde von Monsieur Knospé. Er hat so ein auffallendes Äußeres. Findest du nicht auch? Ja, kann man so sagen. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Es wurde aber auch mal Zeit, dass jemand meine Bestellung entgegennimmt. Der letzte Tee war wirklich nicht stark genug für mich. Ich suche nach einem schwarzen Tee. Vielleicht etwas mit Frucht? Okay. Ohoho, wir können oben rechts auch schon Monsieur Knospé sehen. Da freue ich mich aber drauf. Vielleicht wird der ja unser nächster Tee-Großvertrag. Naja, okay. Also zu Fuji komme ich hier irgendwie noch gar nicht. Aber ja, mit dem stimmt auch irgendetwas nicht. Ganz sicher. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Ich sage dir, im Haus geht was Verdächtiges vor. Ja, ja. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Nein, danke. Ich sehe mir nur diese Kunstwerke an der Wand an. Denkst du, der Monsieur sehnt sich danach zu tanzen? Wie die beiden dort drüben im Leuchtturm? Ja, er hat bestimmt das Spiel gespielt. Und deswegen wollte er das verewigen, diesen Moment. Und wow, hat der schöne Desserts neben sich rumstehen. Da kriege ich auch gleich wieder Appetit. Aber erst einmal gibt es Puer-Tee für unseren kleinen Desmond. Danach D'Orlando, der bekommt einen anderen starken Tee. Zuckerhut Puer. Den gießen wir ein. Und dann gehen wir nach hinten. Und sag mal hier. Die Tür ist verschlossen. Hätte ich mir denken können. Vermutlich hätte Sugar Baby uns da eh nicht durchgelassen. Dann sollte die Teeparty auch bald beendet sein, glaube ich. Denn, naja, es gab 4 Teesorten, dann hätten wir jeden einmal serviert. Das passt schon, denke ich. Hast du mir einen Puer-Tee mitgebracht? Ich brauche den. Ich brauche den. Deinem Gast den Tee servieren. Genießen Sie ihn. Oh, süße Erleichterung. Desmond wird's bald besser gehen. Du hast erfolgreich deinem Gast einen Tee serviert. Wow, jetzt weiß ich, wie sich der Monsieur Knospe fühlen muss. Was meinst du denn? Nun, es gibt Gerüchte, dass er damals, als der Monsieur noch nicht so eine stattliche Größe hatte, sich mit einer der Stammgäste immer getroffen hat. Eine Knospe namens Minerva. Minerva? Ja, sie ist verschroben, trägt einen Hut mit schwarzer Schleife und ist gerade im anderen Raum. Egal. Der Monsieur hat so viel gegessen und wuchs so breit und so groß, dass er nicht länger in der Lage war, sie zu sehen oder zu hören. Das war dann das Ende dieser Beziehung. Genau, Minerva war eine Dame, die sich über den Rosentee gerade so aufgeregt hat, oben. Aber was hat sie damit zu tun? Naja. Erst einmal der nächste Tee, nämlich Aprikose-Vanilletraum. Intensiver Geschmack von Aprikosen gepaart mit süßen Vanille-Schwarztee. Ich denke mal, das wird wohl der sein. Weil er hat ja auch etwas mit Frucht gesagt. Aprikose passt da perfekt. Das ist schon okay. Na komm, schneller. Aber lass nichts verschütten, kleiner Junge. So. Na, haben Sie mir einen guten, fruchtigen Schwarztee gebracht? Den servieren wir.
Ja, das ist genau der Tee, den ich gesucht hatte. Perfekt. Du hast wieder erfolgreich deinem Gast einen Tee serviert. Teekenner. Sie sehen wie ein schlauer junger Bursche mit funktionierenden Augen aus. Sei so nett und gib mir mal eine Auskunft, okay? Okay. Liegt es nur an mir oder arbeitet wirklich ein Apfel hier? Ein Apfel? Ja, ein Apfel. Ein Apfel, der sich offenbar selbst pink angemalt hat, um auszusehen wie eine Himmelsknospe. Aber er kann mich nicht täuschen. Spricht Orlando wieder über diese Apfelverschwörungstheorie? Er ist ein Apfel. Sicher, sicher. Und ich bin eine Banane. Ach, komm. Ja, warum versteckt sich unser Fuji denn da so auf einmal? Du kannst uns alle nicht täuschen, Fuji. Komm da raus und stell dich. Naja, dann haben wir wohl nun alle verköstigt hier. Ich nehme mal an, ihr genießt die spezielle Teeparty des Monsieur. Wow, ist dies der Monsieur? Er ist wirklich riesig. Kann ich euch helfen? Kann ich den Monsieur treffen? Ah, ich fürchte nicht. Wie ihr vielleicht wisst, hat ein Dieb von Monsieurs Teeparty Essen gestohlen. Das ist von großer Wichtigkeit. Immerhin, wenn der Dieb in der Lage war, das wertvolle Prunkstück der Feier, den Streuselkuchen mit Pekanuss und Silabeeren... Streuselkuchen! Alles läuft wie am Schnürchen, Sir. Kein Grund, sich zu ärgern. Das ist eine Katastrophe. Wie ich schon sagte, wenn der Dieb in der Lage war, etwas so Wichtiges zu stehlen, wer weiß, was er noch alles in der Lage ist. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann niemanden erlauben, den Monsieur zu sehen, bevor dieser Kriminelle gefunden wurde. Es ist zu gefährlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nun alle ihren Tee serviert haben. Oder wir könnten einmal mit Minerva reden. Du siehst heute echt großartig aus. Ja, nee. Die spricht wieder nur über Nettie. Du hast deine Sache heute gut gemacht. Zeit, Schluss zu machen. Ihr könnt heute Nacht in meinem Zimmer schlafen. Ja, genau. Und dann werden wir es wieder in der Küche rumpeln hören. Jeder hat mir mitgeteilt, dass du heute großartige Arbeit geleistet hast. Wie war denn dein Tag, Mama? Es war echt spaßig. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Teenachschub gesehen. Sie hatten Fässer über Fässer von Teeblättern, Teile von Früchten und Schokolade, getrocknete Blumen und Kräuter, Flaschen von Essenzen aus der ganzen Welt, frische Sahne. Es war fantastisch. Alfred hat mich neue Mischungen kreieren lassen. Es war mir eine Ehre, gnädige Frau. Sie sind ohne Zweifel eine richtige Teespezialistin. Jeder hat mir mitgeteilt, dass du ebenfalls großartig heute warst. Ja, das freut mich, aber... Fuji? Hallo zusammen. Ja. Der redet auch nur dasselbe? Ah! Bitte, lass mich da raus. Deine Mama ist echt talentiert im Entwickeln neuer Teemischung. Es war eine Ehre, mit ihr zu arbeiten. Ich glaube, deine Mama möchte mit dir reden. Ja. Aber ich würde gerne auch hier einmal rein. Ist immer noch verschlossen, ne? Ja, gut. Dann komm, Mutti. Lass uns ins Bett gehen. Klingt gut. Ich bin erschöpft. Ja, dann kommen wir da durch. Achso, da ist ein kleiner Weg frei. Wenn du bereit bist, werde ich dich auf die Nacht vorbereiten. Wir sind bereit. Oder gib mir eine Minute. Kann ich hier noch irgendetwas lesen? Ja, da ist halt nichts weiter. Der Raum für die Feier wurde für heute Abend zugeschlossen. Aber beide? Ja.
Ein schönes Frühlingsgemälde, was wieder ein Teil des Schnurrbartes zeigt. Also nein, es gibt ja auch nichts weiter zu sehen. Okay, ich warte in meinem Zimmer auf dich. Da haben wir auch schon fast alle Räumlichkeiten gesehen. Nur einer war bisher zugeschlossen. Na gut, alle anderen, da waren wir drinne. Hey Leute, ihr könnt heute Nacht hier schlafen. Aber wo willst du schlafen? Ich kann heute bei Rupert bleiben. Er ist ein bisschen gestresst, also denke ich mal, er würde eh von meiner Gesellschaft profitieren. Habt ihr Leute irgendetwas über den Dieb herausgefunden? Ich habe ein paar Spuren. Das ist ja wunderbar. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Nun dann, erholt euch und wir werden dann morgen weiter ermitteln. Willst du ins Bett hüpfen und ich mach das Licht aus? Okay. Alles bereit? Ich bin bereit. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, Mama. Was zur Hölle? Mama, hast du das gehört? Habe ich. Es klang, als würde es aus der Küche kommen. Ich denke, wir sollten mal nachforschen. Okay. Dann lasst uns da schnell hingehen. Vielleicht werden wir den Dieb auf frischer Tat ertappen. Sehr gut möglich. Obwohl, sind jetzt alle Türen verschlossen oder können wir auch Rupert und den kleinen Sugar Baby Ethan beim Schlafen sehen? Ja, hier wäre halt Lil Butz. Da ist auch niemand zu sehen. Merkwürdig. Okay. Wir gehen in die Küche und sind da Apfelstücke? Ach so, das wird die Küche sein, oder? Ja. Mama, was war das? Ich weiß es nicht, Schatz, aber es hört sich an, als würde es direkt von da vorn kommen. Sollen wir nachsehen? Wir müssen weitermachen, wenn wir herausfinden wollen, wer der wahre Dieb ist. Was für ein riesiger Kühlschrank! Wow! Das ist der größte Kühlschrank, den ich je gesehen habe. Oh mein Gott, was ist denn da drin? Ich weiß es nicht, Schatz, aber du solltest lieber nah bei mir bleiben. Oh je! Oh mein Gott! Monsieur! Hast du wieder im Schlaf gegessen? Oh je! Es war also der Monsieur ganz alleine. Geheimnis gelöst! Ich wusste, ihr Leute könnt es schaffen. Nun, ich schätze, das nimmt eine große Last von meinen Schultern. Ah, du bist hier. Wir sind alle froh, dass du es schaffen konntest. Vor allem der Monsieur. Oh ja, vielen Dank. Im Austausch für deine Hilfe bei unserem kleinen Problem. Haha. Maxwell? Entschuldige, Papa. Würden wir dir sehr gerne auch einen Gefallen tun. Wie du weißt, wir haben alle Arten von speziellen Dingen aus der ganzen Welt. Also benenne etwas davon und es gehört dir. Nun, es gibt eine Sache, die wir wirklich gerne hätten. Oh? Würde der Monsieur eine Probe unseres Tees trinken? Genau genommen ist er von Frau Katsuko. Aber er ist der beste Tee im ganzen Wald. Der beste Tee, sagst du? Ich finde, das war echt schwer zu glauben, aber ich werde eure Anfrage erlauben, bis auf eines. Ich hätte gerne vorher eine Probe davon. Du weißt, aus Sicherheitsgründen.
Aber natürlich. Wir haben jede Menge zum Verteilen. Nun, wenn das so ist, sollte ich in der Lage sein, eure Anfrage zu genehmigen. Wo ist dieser Tee, von dem du sprichst? Genau hier, Sir. Du hast Rupert eine Tasse vom Mitternachts-Kürbistee angeboten. Dieser Geschmack ist so... so gut! Keine Sorge, das passiert sehr oft. Er kommt zurück, sobald er sich hergerichtet und sich eine neue Perücke geschnappt hat. Er hat mehr gepuderte Perücken als Knospenhofen. Wie ich bereits sagte, wo war ich? Ach ja, Sir, also dieser Tee hat wirklich eine sehr hohe Qualität. Du hast meine Erlaubnis, ihn mit Monsieur Knospe zu teilen. Oh je, ein neuer Tee für mich? Ja, Monsieur, eine sehr geschmackvolle Mischung aus. Woher kommt dieser Tee nochmal? Er ist von Katsuko, aus dem Mitternachtsteeladen. Er ist aus dem Mitternachtsteeladen, Sir. Ich liebe ihn. Wir müssen davon mehr bekommen. Unglaublich. Der Monsieur mag ihn. Es ist so offensichtlich, dass wir alle sehr beeindruckt sind. Seien Sie versichert, wir werden jede Menge davon aus dem Mitternachtsteeladen kaufen. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Du und deine Mutter seid hier beide jederzeit willkommen. Danke, Rupert. Ich werde euch Leute echt vermissen. Ihr seid wie die Cousinen, die ich nie hatte. Die Cousinen, die du nie... Die meine Cousinen sind, meine echten Cousinen. Mhm. Ihr seid also keine Fremden mehr, okay? Kommt uns jederzeit besuchen. Du kannst in meinem Zimmer bleiben. Oh, und hier ist ein kleines Geschenk. Etwas, um dich an das Himmelsland zu erinnern. Du erhältst die himmlische Murmel. Lebt wohl, seltsame Kreaturen von der anderen Seite des Meeres. Wir sehen uns, Sugar Baby. Ja, und ich würde sagen, das war doch ein wunderbarer, schöner Part. Beim nächsten Mal werden wir aber noch einmal in der Villa starten, um bei Monsieur Knospe alles einmal abzusuchen. Und dann gucken wir mal. Wir haben halt noch 2 Murmeln für Sue in der Hinterhand. Die würde sich sicher darüber freuen, die auch mal wiederzubekommen. Und ja, wir kommen hier gut voran. In jedem Fall wird sich Katsuko über den Teevertrag freuen. Das alles und noch mehr gibt es dann im nächsten Part von Rakuen. Bye bye.